Willkommen zurück zu Anno 1800. Im letzten Part war irgendwie ein Bug oder so. Im letzten Part haben wir ja versucht, diese Inseln hier zu übernehmen. Aber ich wusste nicht genau wie. Das hatte ich am Ende noch gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie man die einnehmen kann, weil die ja gar keine Ebene haben, ne? Also wo man Kontor und so bauen kann. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelesen gehabt im Internet, dass man hier die Dings kaufen muss. Die Lizenzen oder Anteile. Genau, Anteile nennt sich das ja hier. Dass man die kaufen muss und dann kann man die Insel übernehmen. Deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir den Gelben noch platt machen, wo wir ihn platt machen können. Hier zum Beispiel. Das hatte ich, glaube ich, aber auch gesagt gehabt, ne? Dass ich jetzt dann den Gelben angreifen werde. Okay. Ach so, ja. Ist halt relativ weit, ne? Die Reichweite. Was machen die denn da? Ich habe auch das Gefühl, dass wieder ein paar Bugs drin sind. Weil eigentlich hatte ich mit Anno nie Probleme mit Bugs bei diesem Teil. Ich fand, das war bisher immer alles recht flüssig, aber mir sind jetzt so ein paar Sachen schon aufgefallen. Zum Beispiel hatte ich bei meinem anderen Spielstand, dass ich eine Handelsroute hatte mit ganz vielen Schiffen und die haben dann einfach die Waren gar nicht transportiert und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum die Waren nicht ankamen. Das war auch irgendwie ein Bug, denke ich mal, weil das war total komisch. Bei manchen Schiffen hat das dann funktioniert und bei manchen gar nicht. So. Insel erobern. Können wir die hier noch einnehmen? Ja, die können wir auch einnehmen. Gehen wir dahin. Und ich glaube die nicht, ne? Nee. Dann werden die nachher wieder übrig bleiben. Was ist denn hier passiert? Da wurden wir hier angegriffen und haben das gar nicht gemerkt. Ah. Stellen wir hier Holz her. Ja. Wahrscheinlich nicht genug Mitarbeiter auf dieser Insel gerade. Aber war auch eigentlich klar, dass wir da ein paar Inseln wahrscheinlich verlieren werden. Machen wir mal ein bisschen schneller. Weil die Schiffe sind ja sonst sehr, sehr lahmarschig, muss man sagen. Das ging schnell. So, da würde ich sagen, wir gehen jetzt zur alten Welt. Oh mein Gott, sind hier viele Piraten. Guck mal hier. Dann nehmen wir die neue Welt. Dann nehmen wir erstmal die neue Welt. Machen wir den da noch platt. Die neue Welt. Aber was hat die denn hier gemacht? Ihre Stadt ist da weg, ne? Wahrscheinlich kriegt sie die Sachen gar nicht mehr, die sie braucht oder so. Guck, hier ist auch wieder so ein Bug. Irgendwie. Scheint durch das letzte Update oder so ein bisschen ein paar mehr Bugs reingekommen zu sein. Ja, das geht nicht, weil die total hinüber ist, ne? Aber da hatte ich auch gar nicht dran gedacht, dass die hier vielleicht angegriffen wird. Habe ich ja Glück, dass sie die nicht übernommen haben, ne? Okay. Hier haben wir keine Insel mehr verloren, ne? Was ist ein Schiff denn da? Wo haben wir jetzt eigentlich die Schiffe immer gebaut? War das hier? Bin mir gar nicht mehr ganz so sicher.
Oder war das hier? Wo hatten wir als letztes ganz viele Schiffe gebaut? Ich glaube, wir hatten überall so ein paar, ne? Haben wir ja eh keinen Einfluss mehr. Also ich freue mich ja schon, wenn wir mit dem Krieg fertig sind. Zumindest kann man sagen, dass wir hier ja schon Ruhe haben, ne? Obwohl wir das jetzt schon fast verloren hätten. Wahrscheinlich, weil... Hä, warum geht das denn nicht mehr? Habe ich irgendwas verpasst? Ist hier irgendwas nicht aufgebaut? Nee, warte mal. Ach so, ist jetzt. Ist die neue Welt auch die Insel beschädigt? Sieht bis jetzt so aus. Die Handelsrouten scheinen irgendwie zerstört zu sein, ne? Hä, wie kann das denn sein? Aber warte mal, die Schiffe sind natürlich auch alle weg. Ja, klar, das habe ich vergessen. Ist egal. Alte Welt, also hier hat er auf jeden Fall noch viele Inseln, ne? Und die Piraten sind ja auch leider wieder zurück. Warte mal, hier war irgendwas mit Fenstern, die. Brauchen wir für irgendwas. Bestimmt, deswegen steht er hier auch. So. Für was haben wir den hier gebraucht? Ach du Scheiße, hier sind die ganzen Fischerhütten kaputt. Da nicht und hier unten sind keine. Okay. Wir haben 10 Millionen. Also, das ist erstmal. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Die neue Welt. Unsere Schiffe sind noch nicht angekommen. Durch heftigen Minus, ne? Wann sind die denn endlich da? So eine der wenigen Handelsrouten, die wohl noch funktionieren. Zu leeren Inseln. Also wir können eigentlich gerade nur warten, dass die Schiffe endlich ankommen in der neuen Welt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die in der neuen Welt die Insel so gut wie gar nicht beschützt sind. Man eigentlich immer relativ schnell eingenommen. Kommen diese blöden Schiffe endlich an? Kommen die Schiffe nicht hier unten raus? Ich meine schon, ne? Dann wäre es ja logisch, wenn wir diese Insel zuerst angreifen. Oh nee, nicht den Öltanker. Sekt. Lohnt sich eigentlich nicht, woanders hin zu schicken. Ach, das gehört ja der Königin. Sonst gar keine Kriegsschiffe mehr, ne?
Wurden die jetzt gerade angegriffen? Von dem. Ja, im Endeffekt wäre es nicht schlimm, wenn wir die eh verlieren. Neue Welt. Sind denn die Schiffe endlich da oder habe ich sie nicht losgeschickt? Hier sind irgendwo auch noch welche. Die alte Welt. Weil da würde ich ja dann als nächstes angreifen. Die anderen müssten jetzt mal langsam da sein. Ah, da sind sie. Okay, die sind von hier oben rausgekommen. So. Und dann machen wir natürlich erst diese Insel platt. Ganz schön mickrige Stadt hier, ne? Bin ich jetzt gespannt. Die haben wir gleich schon eingenommen. Schade, ich wollte gerne den Öltanker hier erledigen, aber kamen wir leider nicht schnell genug hin. Eingenommen. Und jetzt hier unten die, ne? Die müssten wir auch noch schnell kriegen. Haben wir hier Kriegsschiffe? Nee. Okay, dann sind die vier noch nicht da. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass die eine sich dann wieder ausbreitet. Aber ich glaube nicht, dass sie noch was machen kann, weil die hat nämlich, meine ich, auch gar keine Schiffe mehr, ne? Obwohl doch, das hier hat sie. Aber die kann keine Inseln einnehmen. Oh nein, guckt euch das mal an, Leute. Die brauchen noch Kohle, ne? Warte mal, Kohle. Das hier. Von wo nehmen die das denn hier? Von hier, glaube ich, ne? Ah ne, von hier. Nach da. Bin gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Warte mal. Von hier die Kohle. Ja, das hier war das. Ah, Kohle. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt. Oh, jetzt haben wir die andere Insel eingenommen, ohne dass wir darauf geachtet haben. So. Also hier ist es ja hauptsächlich, weil denn ja kalt ist und dafür brauchen sie Kohle. Die kriegen sie jetzt. Nahrung haben sie auch. Das geht aber runter, also müssen wir das auch noch rüberbringen. Ich bin schon ganz durcheinander. Wir haben hier so viele. Hier ist es. So, hier rein. Moment mal, das war doch dieses komische. Ach, da. Und nach da aus. Das ist das Problem, ne? Wenn erstmal alles auseinanderbricht, dann wieder so hinkriegen, dass es wieder alles passt.
Das jetzt einfach mal an. Hä? Ach, das sind die vier, die wir da durch. Die sind da mitten durchgefahren. Toll. Ach, hier wollte ich doch gar nicht hin. Die neue Welt war das. Ja, okay. Die haben wir auch eingenommen. So, und jetzt in die alte Welt. Hier sind ja auch noch welche. In die alte Welt. Hier ist auch noch eins. Hoppla. Alte Welt. Waren das jetzt alle? Ja, das waren alle. Also jetzt gönnen hier uns alle Inseln. Was ich nachher nur noch erledigen muss, ist, sind die Piraten dann wieder. So, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch das Problem, dass wir hier diese gelben Inseln haben. Und halt in der Arktis noch die Inseln, wo wir noch nicht rankommen. Das wird nachher eine echte Katastrophe, Leute, die ganzen Handelsrouten zu reparieren und so. Das weiß ich jetzt schon. Das wird echt Arbeit. Oh nein. Ob er die jetzt einnehmen will? Daran habe ich gar nicht gedacht. Dann können wir eh keine bauen. Dann müssen wir diese Insel nachher wieder zurück übernehmen, wenn er die jetzt komplett behält. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt hier los? Wir werden unsere ganzen Handelsrouten angegriffen, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier unsere Inseln verlieren. Weil die Insel ist ja extrem abhängig, ne, von den anderen, deswegen. Ich glaube, dann hätten wir echt Probleme. Diese Insel, Schiffe, die nerven. Aber wir haben hier leider auch gar keine Kriegsschiffe mehr, weil ich die ja bei der anderen Welt brauche. Ach, das war ein Piratenschiff, ja? Okay, ich bin jetzt gespannt, wann die Schiffe hier ankommen. Was sind die denn da? Piratenschiffe, die fahren die ganze Zeit her. Da sind zwei. Ich würde sagen, wir sammeln die hier, weil die hier zwei eh schon stehen. Backbord. Steuerbord. Ah. Ich weiß wohl nicht, was sie hier mitmachen soll, ha? Wieder ein Pirat. Ja, Piratin.
komm, tun wir ihr den Gefallen, so. Die hat echt Langeweile. Und zwei Stück auch noch davon. Oh, die sind angekommen. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Die hier können wir... Da ist ja nicht so viel. Ach, da ist auch noch was, okay. Oh, Glück gehabt. Ich wollte dieses Schiff hier nicht verlieren. Die Insel können wir auch schon zerstören. Das Blöde ist, dass eines hier so kaputt. Das lohnt sich eigentlich gar nicht dahin zu schicken. Ich weiß nur nicht, ob ich es heil dadurch bekomme. Wenn wir das hier so vielleicht hier hin schicken. Da es alleine ist, wird es bestimmt schnell angegriffen. Deswegen lohnt sich das eigentlich gar nicht, das von den anderen zu trennen. Ich nehme an, wir müssen bald ein paar Inseln loswerden, die wir hier eingenommen haben, weil wir nämlich gar keinen Einfluss mehr haben. Das ist halt ein bisschen blöd. Aber diese Inseln nimmt man ja mal schneller ein, diese ganz kleinen. Ne? Das ging jetzt wirklich schnell. So, die kleine hier, die will ich auch noch einnehmen. Schiff ist nicht angekommen, ne? Ich hab's mir schon fast gedacht. Oder übersehe ich das jetzt? Hey, warte mal. Ich hätte das doch hier irgendwie hingeschickt. Warum seid ihr denn schon so früh da? Toll. Geil. Wie es aussieht, habe ich das eine auf jeden Fall verloren. Hier stehen ja auch noch welche. Die müssten ja eigentlich gegen die da ankommen, ne? Oh, ich warte erstmal, ich stelle die hier hin. So, und die anderen, die stelle ich dann auch da oben hin. Dann nehmen wir die kleine hier oben als nächstes ein und dann die große. Ich glaube, dann hat das schon keine mehr. Ja. Hier sind ja auch noch Schiffe von uns. Ja, die können auch hier bleiben, weil... Obwohl... Wir schicken die doch lieber in die alte Welt. Weil da war ja noch eine... Da hat der Gelbe ja noch eine große Insel. Vielleicht brauchen wir da ein paar Schiffe mehr. Aber meistens werden die ja relativ gut beschützt. Na, aber da ist jetzt nicht so viel. Und jetzt haben sie hier unsere ganzen Schiffe auch schon erledigt. Deswegen ist der Minus auch so extrem, weil denen hier jetzt die Sachen fehlen. Oh Mann, ey. Das wird eine Katastrophe, ey. Ich muss mich echt beeilen, die anderen zu besiegen. Wir haben hier schon unter 10 Millionen nur noch an Geld. Und das kann ganz schön schnell runtergehen. Vor allem jetzt, wo wir schon fast ja, schon 20.000 Minus haben. Würde ich mich jetzt echt beeilen. Hm. Nimm natürlich Gegenwind, dann natürlich noch ein bisschen länger. So, jetzt hier unten hin. Die schicken wir dann hier so hin. So.
Also ich glaube, jetzt haben sie nur in der neuen Welt. Nee, nicht mehr in der neuen Welt. Wo war das nochmal? In der Arktis, genau. Der Arktis haben sie jetzt noch diese Inseln. Genau, die können wir nur durch Dings hier übernehmen. Zumindest habe ich das gelesen. Ich denke mal, dass das stimmt. Denkt man, dass man dann so die Insel wahrscheinlich übernehmen kann. Das lohnt sich nicht zu reparieren, weil er die eh wieder angreifen wird. Wir sind auch zwei Luftschiffe von ihr. Ein Kriegsschiff. Ich denke mal, dass sie auch kein Geld hat. Das vielleicht deswegen gar nicht. Andererseits, sie sind ja auch gar keine Inseln frei, ne? Und angreifen kann sie wahrscheinlich nicht, weil sie zu wenig Kriegsschiffe hat. Könnte ich mir vorstellen. Alte Welt. Das wird jetzt etwas dauern, bis die Schiffe hier oben, die unten sind. Mal gucken, was denn hier alles fehlt. Fisch haben sie auch schon zu wenig jetzt. Brot fehlt denen. Baumwollstoff fehlt denen auch. Diese Luxusgüter haben sie noch alle. Oh, die tun mir gerade echt leid. Die kriegen halt die Sachen auch gar nicht mehr. Hier. Weil die Schiffe halt nicht mehr fahren. Naja, sobald wir die besiegt haben, haben wir wieder die ganzen Handelsrouten fertig. Mal hier so hin. Haben die Gegenwind? Ja, so ein bisschen, ne? Deswegen sind die so langsam. Aber die sind doch alle gut versorgt, oder? Ja, außer Seife. Seife ist ein bisschen leer. Ach, das liegt. Aber davon haben wir genug. Also fehlt uns nur so ein. Ach, hier. Doch, das müsste schon reichen. Seife verbrauchen die ja total wenig. Gleich. Zumindest eine Insel, die zufrieden ist, ne? Oh, ich fass es nicht. Der will wohl wieder bauen. Nein. Der will tatsächlich wieder bauen, wa? Obwohl, nee. Nee, der hat nur die Dings gekauft hier. Ich glaube, die Anteile hat er nur genommen. Weil ich kann hier drauf nämlich noch bauen. Hat wahrscheinlich schon aufgegeben, hä? Weiß, was ihm blüht. Seid ihr verrückt? Das dauert so lange, bis sie da sind. Welcher Hafen? Okay. Frag mich, warum der auf einmal jetzt angreift. Schade. Das Schiff wäre fast zerstört gewesen. Aber der nimmt die Insel nicht ein, ne? Er kauft nur die Anteile. Übernimmt er nur. Ganz schön viele Piraten hier, ne? So, da sind sie. Glaube, die schicke ich hier runter. Und die auch. Ach, diese Türme hier, die sind stark. Okay, hier sind schon alle Türme kaputt anscheinend. Ja, jetzt.
ging aber schnell. Ich hoffe, die kommen da überhaupt so schnell hin. Acht Stück müssten doch eigentlich reichen, ne? Obwohl das sieht, obwohl. Hier ist wieder so ein größerer Turm. Das ist dann nicht so einfach. Ich glaube, die lasse ich hier noch nicht angreifen. Das ist mir zu riskant, dass wir so viele dann verlieren. Machen wir lieber erstmal das hier unten. So, das hätten wir auch fast schon. Fast bei der Hälfte. Wir müssen auf jeden Fall unten da auch noch angreifen. Nimmt jetzt natürlich auch Gegenwind, ne? Ich schwäche die jetzt hier schon mal mit. Kann zwar sein, dass wir die 8 jetzt verlieren, aber wenn die da oben dann erst da sind. Das sieht aber bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass die so lange durchhalten. Schauen. So. Okay, wir haben es geschafft. Uns erobern. So, mit den Schiffen würde ich dann jetzt den Piraten da unten besiegen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss!